So, sind wir schon bei Folge 3. Folge 3 mit Foundation, dem Siedlerklon. So. Ja, Folge 3. Was machen wir in Folge 3? Was zuletzt passierte oder was zuvor geschah. Wir haben eine Brücke gebaut, wir haben zwei Brücken gebaut. Wir haben Leute gebaut, Dörfer gebaut, Dingsbums gebaut, ein Vogt, ein Herrenhaus haben wir gebaut mit Schatzkammer, mit Vogt. Und wir haben einmal unser Gebiet erweitert und wir sind jetzt dabei, hier an dieser Stelle eine Dorfkirche zu platzieren, damit unsere Leute in die Kirche gehen können und sich noch mehr im Cola-Keks freuen. Weil das ist jetzt im Moment unser Hauptmangel. Weswegen wir hier keine 100% haben und weswegen nicht schneller Leute zu uns ansiedeln kommen. So, in dieser Folge werden wir mal schauen, dass wir hier vielleicht noch ein neues Gebiet kriegen in die Richtung hier, damit wir mal langsam in das Richtung, in Richtung von den Felsen hier kommen, wo hoffentlich mein Vogt in Kürze freudig mir verkünden wird, dass es dort Eisen gibt. Und wir werden den Platz natürlich nutzen, um dort Felder drauf zu tun. Okay, soweit der grobe Überblick und weiter geht's. Wir haben immer noch die Quest, 5 Brote zum Klerus zu liefern, aber das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen, in 12 Tagen da so eine Produktion hochzuziehen, dass es funktioniert. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist unrealistisch. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. So, jetzt ist hier vorne alles abgeholzt. Das heißt, wir werden hier hinten mal auch gleich noch ein Holzfällerlager hinbauen. Was habe ich denn jetzt hier Neues gekriegt? Ach hier. Deko. Warenproduktion. Wir brauchen erstmal eine Holzfällerhütte. Die stellen wir dann erstmal hier hin. So, bauen. Machen wir hier mal Full Speed, dass es ein bisschen schneller geht. Bretter haben wir ja noch. Ich glaube, die verkaufen wir ja auch. Als nächstes werden wir noch ein Steinmetz, ganz sexy. Und so, jetzt haben wir gerade durch Handel haben wir jetzt gerade Werkzeuge gekriegt. Habe ich gerade gesehen, bei eben gerade waren es noch 9. Deswegen habe ich jetzt hier drauf geguckt. Und jetzt schleppen die das natürlich alles zur Kirche hin und dann fangen die an, jetzt hier die Kirche zu bauen. Durch die Kirche und durch das Herrenhaus wird und auch durch den Markt wird das Gebiet attraktiver. Ja. Das wird attraktiver als Wohngebiet, ihr seht das hier schon. Und alles, was in Produktion ist, ist eben wie bei vielen anderen Spielen auch. Alles, was so Produktionsgebäude sind bäh. Finde ich nicht geil. Was habe ich 2 neue Leute gekriegt? Das ist cool. Das finde ich nicht so cool und deswegen werden wir nach und nach versuchen, die Produktion hier aus dem Dorfzentrum raus wahrscheinlich auf die Seite hier zu legen. Aber ja, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wir bauen jetzt hier erstmal den ganzen Plunder auf. Monat 5, Woche 2, Tag 7. Na gut, wir haben wieder kein Upgraded, ne? Aber haben auch jetzt eigentlich nicht so das finanzielle Polster dafür. Machen wir nachher gleich. Also für die Kirche braucht man nicht irgendwie extra noch einen Mönch oder so rekrutieren. Da scheint Gott selber den Gottesdienst zu moderieren. Also von daher, oh, passt das soweit. Aber hier ist noch nichts geschehen. Aber das macht nichts. Und jetzt muss ich mal einstellen, dass ich hier nicht ständig so viel Werkzeug kaufe. Das reicht, wenn da 10 drin sind. Für den Augenblick. Also nämlich ein bisschen haushalten. Ist die Kohle futsch. Fehlt hier Steine fehlen. Können wir noch so ein Steinmetz zuweisen vielleicht? Oder ein Bergarbeiter heißt es ja.
könnten hier in der Mitte auch Steine einlagern. Brauchen die nämlich nicht so weit zu laufen. So, gucke, Hauptgebäude ist schon fertig. Ziehen hier noch meinen Glockenturm hoch. Vielleicht. So, nee, vielleicht ist noch nicht fertig. Was haben wir denn jetzt fertig gebaut? Ah, hier hinten? Nee, doch nicht. Hä? Ah, nee, es war der Sound für neue Leute da. So, jetzt können wir hier nämlich die Holzfäller. Den und den hier rüber zuppeln. Und dann machen wir nämlich hier Abbaugebiet. Das hier alles weg. Hier gibt es nichts mehr zum Abbauen. Weg, weg, weg. Und dafür machen wir hier Abbaugebiet hin. Und hier dürft ihr alles abholzen. Und hier dürft ihr nichts abholzen. So. Gut, Knut. Bitte, Brigitte, danke, Anke. So. Lagerplatz voll. Hm. Gewonnen, bitteschön. Ja, von Sägezeugs wahrscheinlich. Ich habe so viel Bretter. Ey, fuck it. Viel Bretter brauche ich niemals. Muss ich irgendwie wem anders zuweisen. Ich muss auch gleich mal gucken. Ich brauche auch gleich. Ich brauche, glaube ich. Machen wir mal auf einfach. Was kann man jetzt bauen? Wir bräuchten ein Steinmetz, den brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Aber wir brauchen den für einen Eisenschmelzer und ich glaube wir brauchen den auch für... Ne, da brauchen wir nur normale Felssteine. Wir haben auch schon wieder 500, wir könnten ein bisschen... Könnten ja mal ein bisschen quasen und uns gleich noch so ein Land kaufen. Das könnte man ja eigentlich mal machen. Machen wir das? Lassen wir das? Ja, wir kaufen das gleich. Pass auf, wir machen erstmal, wir bauen mal erstmal eine. Wir bauen hier drüben erstmal eine Weizenfarm hin. Und zwar bauen wir die. Bauen wir relativ weit. Die bauen wir relativ weit hier hin. Oder warte mal. Hier bin ich den nächsten. Oh, Kirche. Das ist schön. Wir kaufen jetzt das Ding hier. Zack. Schnell das Land gekauft. Ah ja, wir haben immer noch so viel Geld. Warum war das jetzt so billig? Oder war das jetzt gar nicht so billig? Ich will noch mehr kaufen. 500 Münzen. 500 Münzen. Na gut, dann habe ich scheinbar irgendwie ein bisschen viel Geld gehabt. So, und hier ist jetzt eigentlich das Problem, dass es ganz schön weit weg ist. Aber das macht nichts. Da muss der Bauarbeiter jetzt durch. So, jetzt kann ich nämlich hier das auch wegreißen. Das ist nämlich jetzt so verwaist. Und dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, meinen Dorfbewohnern mehr Wohngebiet zuzuschustern. Das machen wir dann nämlich hier so hin.
Ruhig noch ein bisschen Wohngebiet hin. Und ja, so nah eine Kirche ran sollen sie eigentlich auch nicht. So, aber hier vorne können sie schon. Da können sie schon meiner Meinung nach wohnen. Und hier brauchen wir eigentlich auch nicht so viel Platz. Hier können wir den hier drüben noch ein bisschen Platz zuschustern. Und hier drüben können wir den auch noch ein bisschen Platz zuschustern. Das muss reichen, Leute. So, wir machen mal zum Lagerhaus. Wir werden beim Lagerhaus noch einen Träger zuweisen. Da haben wir ja bloß einen. Und wir werden mal... Nee, brauche ich keinen zuweisen, ne? Nee. Sammler habe ich einen Sammler. Hier werde ich mal noch einen Zimmermann zuweisen. Warte mal. Das ist eben genau das, was ich meine, ne? Ich habe jetzt die Zimmerleute. Der Noah hat nur Level 2. Jetzt muss ich die natürlich hier wegnehmen. Und später weiß ich natürlich nicht mehr, ob die Level 2 hatte oder was weiß ich. Ich weiß auch nicht, ob die Dianora... Ich weiß auch nicht, ob die Level behalten. Soweit war ich jetzt noch nicht. Ich habe zwar auch zwei Arbeitslose, aber ich muss erstmal den Zimmerer hier loswerden, damit die mir nicht die ganzen Hölzer wegmachen. Und dann werde ich lieber hier noch einen Baumeister... Ich habe schon drei Baumeister, das müsste eigentlich reichen, ne? Vielleicht mal lieber noch einen Träger. Nee, nicht für den Speicher, sondern hier für... Bretterstein, so, dann können wir eigentlich auch langsam... Ja, obwohl Steinmetz brauche ich noch nicht. So, jetzt sind wir hier schon bei 94, das ist natürlich schon mal sexy. Das ist natürlich schon mal ein bisschen sexy, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel brauche ich denn noch, um den... Da brauche ich ja noch haufenweise Leibeigen. Ach, guck mal hier. Das passt ja. Beförderung verfügbar. So, jetzt müsste ich die eigentlich alle... Machen wir hoch. Zack. Zack. So. Arsch lecken. Jetzt haben wir die alle befördert. Haben wir zwar einen Haufen Geld für ausgegeben, aber das ist mir egal. Jetzt kann ich hier neue Sachen... Jetzt kann ich einen Zaun bauen... Holztor. Ja. Whatever. Auftrag haben wir natürlich schon verkackt, aber es war ja zu erwarten. Dadurch haben wir jetzt natürlich hier bei Klerus haben wir jetzt wahrscheinlich hier irgendwas abgezogen gekriegt irgendwo. Ne, haben wir nicht. Achso, weil der Typ... Verstehe ich nicht. Naja, egal. Egal. So. Ich werde mal noch mit dem einen welchen Baumeister machen. Und hier vorne.
noch eine. Hier vorne werden wir mal noch Wasser hinstellen, ich glaube. Komfort minus 13. Verstehe ich nicht. Büsche hin, bisschen Zierwerk. Damit es hier ein bisschen hübscher aussieht, was haben wir hier noch? Zaun, ne, ein Zaun sieht doof aus. Aha. Freut euch gefälligst. So, dann war, dann werden wir, die Wege sind natürlich, ja, ist natürlich, die Wege sind natürlich bei so einer Map hier länger. Sagen wir einfach mal länger. So, aber ich werde hier noch eine Windmühle hinflacken. Eine Windmühle ist bei Keulchen. So, die wollen wir natürlich, die soll natürlich hier ganz standesgemäß. Soll die natürlich hier. Zack. Und wir brauchen dann einen Speicher. Einen weiteren. Einen Speicher. Nee, warte mal, brauchen wir einen Speicher oder brauchen wir einen. Ich glaube, man braucht. Ja, man braucht einen Speicher. Speicherstadt. Bauen wir auch hier hin. Wir werden da noch mehr bauen. Ein Mensch nähert sich in meinem Dorf. Das ist ja schön. Was ist er denn? Da ist er. Der Kleine. Ja, wobei das heute natürlich schon relativ fluffig schnell von der Hand geht. Also gestern habe ich hier sehr viel Zeit damit verbracht, erstmal zu gucken. Wenn wir ihn jetzt machen. Aber das hat sich heute schon erledigt, weil ich jetzt inzwischen ein bisschen besser Bescheid weiß. So. Guck, jetzt siedeln sich die auch die kleinen Kollegen hier überall an. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Kirche ist auch fertig. So, dann können wir eigentlich mal, halt, wir müssen mal den Mönch abfassen. Gucken, was der jetzt will, ob der wieder was Komisches will. Ich werde dem Klerus helfen, oder? Warte mal, ich guck mal nach. Hier haben wir 10 Leibeigene und 5 solcher Dings. Niedergesteiner Handelsbonus. Ne, eigentlich brauchen wir erstmal hier. Was brauche ich denn hierfür? Das weiß ich nämlich nicht. Ich werde erstmal meinem. Oder warte mal.
Hütte. Und Waffenschmiede ist natürlich auch nicht ungeil. Ne, wir behalten es erstmal für uns. Wir helfen unserem Volk. Jetzt sollen wir da 10 Werkzeuge hinliefern. Ja, herzlichen Glühstrumpf. Ich muss jetzt sowieso meine Ressourcen, ich muss die jetzt auf 20 erhöhen. Weil die Bäckerei kostet 20 Werkzeuge. Also es ist ein teurer Spaß, sagen wir es mal so. So, ich weiß auch nicht, ob der Typ jetzt hier schon mal irgendwas gefunden hat. Der olle Vogt. Können wir auch gleich mal gucken. Hier ist der Vogt, die Vogt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Toll, Alter. War so klar, ne? Von allen, die ich nehme, ist natürlich der am... Ja, das ist, da müssen irgendwie ein Pfeil drauf pointen oder so. Weil jetzt versemmle ich quasi die 100 Gold dafür, dass der da am Arsch der Heide mir einen Mineralspot untersucht, wo ich gar nicht rankomme. Naja, gut, ist halt so. Dummi laufen. Muss ich mal gucken, dass ich da einen besseren Spot finde. Aber sexy wäre jetzt erstmal die Fischerhütte dann gleich noch zu kriegen. Weil wenn ich dann Brot und Fisch und Beeren habe, dann geht's eigentlich, dann flutscht das schon, dann ist schon fluffig. Dann sind die Kollegen auch alle happy, dann geht's auch schneller mit der Einwanderung. Und ja. So, wir können ja mal gucken hier. Gebäude. Funktioniert gut, Zum funktioniert gut. Weizenfarm. Ah, gucke, keine Arbeiter zugewiesen. Na, das brauchen wir auch jetzt noch nicht unbedingt zu machen. Obwohl, können wir schon mal machen, oder? Ja, komm, scheiß drauf. So, jetzt müssen wir dem nämlich wieder sagen, Erntefeld einzeichnen, ne? Das heißt, wir dürfen jetzt hier wieder malen nach Zahlen. Und da würde ich dem einfach mal sagen, du kannst eigentlich alles hier hinten, kannst du alles voller Acker machen. So, das soll erstmal reichen für einen. Zack. Das heißt, wir müssen erstmal den Speicher priorisieren. Dann will ich da mein... Nee, warte mal, mein Getreide. Doch, Getreide. Nee, Getreide. Kann ich Getreide in den Speicher lagern? Oder muss ich das in... Na doch. Das ist nämlich mal das Ding, ne? Getreide zählt eigentlich nicht als Nahrungsmittel in direkt, aber... dem auch sei. Diese 10 Werkzeuge. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt soll ich einen hölzernen Wehrturm bauen. Einen wunden Wehrturm sollen wir bauen. Ja, minus 77 ist natürlich nicht so eine geile Bilanz. Sage ich mal. Aber gut. Das wird schon noch. Das wird schon noch. Das wird schon noch. So, wir wollten ja mal gucken hier. Was haben wir jetzt neues freigeschaltet gekriegt? Ja, den Wehrturm, alles klar. Aber dafür habe ich jetzt keine. Dafür habe ich ja jetzt keine. Kein Zeitlimit, glaube ich. Nee. Kein Zeitlimit. Das ist gut, weil können wir uns auch jetzt im Moment nicht unbedingt leisten. So, jetzt haben wir noch 2 neue Bewohner. Das heißt. Na, siehst du, der macht nämlich nur so ein kleines Feldchen. Aber wenn hier meine Dings hier, meine Holzfäller fertig sind, wo ich da wahrscheinlich ein zweites Holzfällerlager aufbauen muss. Aber okay, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Speed für die kleinen Kollegen.
ein bisschen ackern hier. Minütchen. Ah, ihr habt ein Vorkommen von Eisen gefunden. Natürlich am Arsch der Heide. Herzlichen Glückwunsch. So, warte mal, jetzt will ich den gleich hier das nächste machen lassen. Ich hab kein Geld. Kein Geld, Junge, kein Geld. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Das ist hier hinten. Das ist da oben. Das ist hier. Ich weiß nicht, wie ich das identifizieren kann, ganz ehrlich. Das ist da oben. Das könnte auf alle Fälle am nächsten Feld drin sein. Oder das hier. Ich würde mal das hier erkunden, wenn ich wieder Geld habe. Ich weiß. Wir warten jetzt hier mal, bis wir 100 haben, weil ich... Das wird das nächste Ding sein, was wir machen müssen. Wir werden... Oh, 30 Tage. Wir lassen ihn erstmal eine Runde. Achso, deswegen hier nur so viel Geld aus, weil ich die scheiß Bäckerei natürlich noch einplanen muss. Ja, ich lasse das jetzt mal so. So, jetzt machen wir nämlich hier. Müssen wir nämlich einen zuweisen. Zack. Und hier müssen wir auch einen zuweisen. Zack. Und dann können wir nämlich hier noch einen zweiten zuweisen. Und der kann nämlich einlagern. Der darf nämlich Mehl einlagern. Getreide braucht er gar nicht mal einlagern. Und dann bauen wir nämlich eine Bakery. Und die Bakery bauen wir hier drüben hin, würde ich sagen. Bei der Kirche vielleicht. War auch nicht schlecht, oder? Oder hier bei mir neben das Haus. Finde ich auch knorke. Brauche ich nicht so weit laufen zum... So, machen wir einfach. Wir bauen die da hin. Zack, die Bohne. Die war nämlich jetzt auch nicht ganz billig. Und es wird auch nicht besser. Weil wir müssen nämlich als nächstes hier diese komische Minenscheiße bauen. Und dafür brauchen wir auch 10. Kannst du rechnen, dann hast du 20. Aber ich muss es vielleicht nicht unbedingt bis auf 20 hochkaufen lassen. Obwohl, naja, wenn ich 20 habe, habe ich 20. Ist auch egal. Ah ja, der Vogt. Auf den würde ich ja noch warten. Wegen der Erzgeschichte. Nach 7 Wochen 1 Tag 1 ist mit Förderung verfügbar. Da muss ich mal kurz gucken. Wir haben jetzt...
Was ich halt auch nicht weiß, wo sehe ich denn? Das weiß ich halt noch nicht, ne? Wie viel? Hier, Leibeigene 16. Also ich bräuchte 4 Leibeigene, damit ich die Fische... Das machen wir jetzt. Die schalte ich jetzt frei. 4. Habe ich noch nicht genug Geld für. Aber das machen wir jetzt. Ich mache jetzt hier erstmal so viel, wie ich kann. Beförderung. 1, 2... Dann, wenn wir noch einen haben, kriegen wir den Fisch freigeschaltet. Dann gibt es Fischi-Fisch. Lecker Fisch auf jeden Tisch. Ja, warten wir jetzt mal noch kurz. Ja, wir brauchen überall Geld. Geld. Geld regiert die Welt. Amelia ist noch... Na, Amelia müssen wir auch mal befördern, ey. Ja, Amelia, der Vogt, den müssen wir befördern bei Gelegenheit. Kann nicht sein, dass meine Untergebenen hier noch so eine Kellerasse ist. So, warte mal, jetzt habe ich hier Beförderung verfügbar. Jetzt kann ich hier noch den einen befördern. Zack, so, jetzt habe ich 20. Jetzt habe ich 20 Leibeigene. Das heißt, ich kann jetzt hier bei Ständer. Heidewitzka. Aber gut, ich brauche hier noch einen. Dann kann ich nämlich die Fischerhütte freischalten. Und das wäre echt cool. Das wäre wirklich geil. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir mit unseren Holzfällern machen. Die haben nämlich schon wieder alles abgeholzfällert. Das heißt, wir machen hier... Also wir machen hier mal noch irgendwie ein Holzfällerlager hin. Nicht? So, weil wir kein Geld haben. Können wir schon mal ein Holzfällerlager bauen? Aber wir können denen sagen, ihr dürft das hier alles abholzen. Ja, das dürft ihr alles abholzen. Kommt ihr kleinen Kollegen, das hier dürft ihr auch alles abholzen. Ist da ein Stück gelaufen. Kann ich auch nichts dafür. Wir können aber hier... Das lassen wir mal weg. Wir machen da vielleicht lieber einen Brunnen hin. Da bin ich mir auch immer nicht so sicher, ob man da wirklich jetzt einen Brunnen braucht. Aber für die Wasserversorgung oder so, oder auch nicht. Kein Plan. Ich mache das, habe das einfach jetzt immer mal gemacht. Dass ich immer mal einen Brunnen dazwischen stelle. Ich habe gerade Werkzeug gekauft, ne? Gut, lassen wir da mal so stehen. Wir werden mal hier hinsichtlich der Nahrung, werden wir mal noch eine Sammlung machen. Und wir werden mal hier noch einen Träger zuweisen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die so weit laufen. Werden wir sehen, ne? Ich meine, Bretter haben wir ja noch. Müller. Jetzt ein Träger. Das muss reichen. Machen wir hier hinten noch einen Träger rein. In den hier. Obwohl. Sondern tun jetzt hier 3 her. Ja. Wenn wir noch mehr Bären haben wollen, könnte man im Zweifelsfall hier hinten noch ein Dings anzapfen. Aber ich brauche jetzt erstmal Geld. Ich muss erstmal einstellen, dass ich nichts kaufe.
noch nicht so viel. So, jetzt hat er die Bäckerei gebaut. So, jetzt kann es bergauf gehen. Das machen wir nämlich hier. So. Jetzt muss ich dem natürlich sagen hier, dass der auch Brot nehmen darf. Und ich sage dem auch schon mal, dass der Fisch nehmen darf. Weil wir hoffentlich Audienz. Wer hat denn hier? Wer hat denn hier die Audienz? Wem haben wir denn zuletzt geholfen? Ich weiß es nicht mehr. Wem haben wir denn zuletzt geholfen? Auswärts essen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas. Liefere Fisch. Fisch. 10 Leibeigen. Was haben wir hier? Holzpanning. 20 Bürgerliche sehen, das ist das nächste Ding. Aber hier habe ich 30 Münzen. Ach scheiße, ich mache. Das ist auch bürgerliche erst, ne? Selbst ist der Man. So, stehen da für welche Leute rum? Träger hat frei. Aha. Gut. Also. Haben wir ja alles geschafft in der Folge, was wir schaffen wollten. Weizenproduktion steht. Sogar inklusive Bäckerei. Das ist ja schon mal super. Und das passt schon mal. Beim nächsten Mal werden wir erstmal unser Gold wieder auf Stand bringen. Und dann werden wir zusehen, dass wir hier einen Fischer hinbauen. Und vielleicht schaffen wir es sogar hier Richtung erstmal hier den Typen erforschen zu lassen, den Vogt nochmal gucken zu lassen, ob da irgendwo Zeugs ist. Sag schon, nicht Zeugs. Da noch irgendwo Erz ist, weil hier hinten bräuchte ich jetzt halt tatsächlich ein Feld. Na, hier bräuchte ich wenigstens 2 Felder, also das heißt, ich bräuchte hier 1000 Gold, um hier hinzukommen. Und hier bräuchte ich nur 500 Gold. Fände ich irgendwie ein bisschen sexy, ja? Warum laufen denn die immer noch rum? Bleibt doch mal stehen. Wenn man Pause macht. So, na gut. Ich hätte gesagt, wir können hier hauen, schnapp sie soffen, das war Folge 3. Wir sehen uns natürlich zu Folge 5b für die Männer vom Sägewerk Zoom TM wieder. Ich wünsche euch was und ich wünsche mir, dass ihr mir ein Abo da lasst. Das wäre sexy. Also haut rein. Bis denn!